Herzlich willkommen zurück zu The Witcher 2. Ja, hier sind wir das letzte Mal stehen geblieben. Finde einen Weg in den Tempel. Na, dann wollen wir mal uns das kleine Dörfchen unten angucken. Brennt aber alles schon ganz schön. Oh, was ist denn da los? Uschi los? Könntet ihr uns nicht freilassen, Soldat? Halt's Maul! Aber wir sind unschuldig. Der König bestimmt, was mit euch geschieht. Ja, da sind ja Soldaten dabei. Naja, da kann ich glaube ich nichts machen, oder? Kann ich den anquatschen? So viele Kerle fallen. Und das wegen eines Frauenzimmers. Okay, nee, da kann ich glaube ich nichts machen. Gehen wir mal hier hinter gucken. Oh, wie war denn der Ton gerade? Wieso hat er die einfach Was habt ihr mit ihr abgemurkst? gemacht? Ihr Diese Leute sind unbewaffnet. Scher dich hier weg und misch dich nicht ein. Soll ich aggressiv antworten? Nee, ich Ihr glaube. verschwindet sofort. Ah, ja, mit ein bisschen Zauber. Oh ja, Herr. Wirkt Los. bei normalen Soldaten eigentlich Herr, wir immer. danken dir. Danke. Seid vorsichtig. Das nächste Mal habt ihr vielleicht weniger Glück. Versteckt euch irgendwo. Ich muss meine Frau suchen. Ich habe gesehen, wie man sie und die anderen zusammengetrieben hat wie Vieh. Viel Glück. Ah, es heißt, ja, und dann habe ich noch mal, ich habe doch letztens so ordentlich das Lager da oben alles eingesammelt und so. Das war eigentlich total sinnlos, weil das ja der Prolog ist und das ist nach dem Prolog alles wieder verschwunden. So, jetzt muss ich mal gucken. Du hast hier nichts zu suchen. Lasst die Leute in Ruhe. Sie sind unschuldig. Das sind keine Leute. Das ist Lavalette Satansbrut. Unkraut, das sich ausbreitet, wenn man es nicht mit Stumpf und Stiel ausrottet, sodass es nicht mehr nachwachsen kann. Verrat verbreitet sich wie eine Seuche. Darum kommt hier keiner lebend raus. Und du? Misch dich da nicht ein. Ich glaube, der will aufs Ich lasse Maul. nicht zu, dass ihr wehrlose Leute ermordet. Was willst du denn machen? Dich töten. Ich habe Zeugen, dass ich dir nicht ans Leben wollte. So. Kriegst aber jetzt hier die armen Leute hier einfach zu Du hast verbrennen. gewonnen. Verschone mich. Ja. Raus aus dem Haus und Finger weg von den Leuten. Tür freiräumen! Ich werde hiervon Bericht erstatten. Du weißt schon wem. Berichte, wem du willst. Will er petzen Es brennt gehen? nur ein einziges Haus nieder oder fasst eine Frau an und der König selbst wird von euren Untaten hören. Ne, hier drin nicht. Hier drin. So, die werden wir mal kurz befreien. Lasst uns in Ruhe. Ihr seid frei. Hab Dank, Herr. Ich rechne mit einer. Nee. Versteckt euch, bis dieser Irrsinn Die aufhört. haben bestimmt Aber nichts. wo? So, wehe den Besiegten. Die ist jetzt abgeschlossen. Sie haben uns alles genommen. Zum Ja. Glück leben wir noch. Eben, wollte ich auch gerade sagen. So, ja, man könnte hier das jetzt einsaugen. Ich glaube, das ist alles nachher wieder weg, verschwunden. So, ich muss jetzt einen Weg finden. So. Bloß ich müsste erst mal überlegen, wo das nochmal war. Irgendwo gab es hier jedenfalls. Ja, bei Geld weiß ich jetzt nicht, ob das dann auch weg ist. Die ist verschlossen.
Hier auch nochmal Geld. Aber ich glaube, das ist alles wieder weg, weil vom Prolog kann man nichts behalten. So, ich war doch da gewesen. Hier gab es doch irgendwo einen Durchgang. Ne, das war ja das Haus, wo die... Okay. Gehen wir mal hier hinten weiter. Das weiß ich doch auch nicht. Ich habe euch schon das Leben gerettet oder so. Mehr könnt ihr nur auch nicht verlangen. Oh, da gibt's Ärger da vorne. Da wollen wir uns gleich mal einmischen. Lasst meine Soldaten in Ruhe. Noch einer? Wo kommen die denn her? Ja, echt. Die haben wir doch schon alles durchkämmt. Aus der Erde gewachsen? Ja. So. Ich steck mal Schwert wieder ein. Versperrt den Weg! Schnell! Ja. Da hätte ich jetzt so durchgehen können. Aber Moment mal. Hier gab's irgendwo. War das hier? Ne, hier war das nicht. War das hier? Hier ist verschlossen. Kann ich hier rein? Hier ist auch verschlossen. Ich suche eine bestimmte Stelle. So, ich glaube, hier sind wir wieder auf dem Marktplatz. Aber na gut, wir können uns ja hier nochmal umschauen. Aber hier war das bestimmt nicht, mit Sicherheit nicht. Ich gehe mal hier rein. Ne, hier war es auch nicht. Dazu brauche ich dann übrigens... diese Macht... Ich glaube, da hinten war das irgendwo, ne? Ach ne, hier war ja zu gewesen. Da auch nicht. Und hier hatten sie den Weg versperrt. Okay. So. Ach, hier ist ja schon das hier wieder. Nee, ich muss auf die Seite irgendwie. Kann ich hier rein? Ja, sorry Leute, ich muss jetzt, das weiß ich, habe ich mir jetzt nicht so gemerkt, wo das jetzt nochmal genau war. Ich weiß bloß, das war irgendeine Wand gewesen, die ich mit meinem Zauber zerstören konnte. Vielleicht war das ja auch hier irgendwo. Muss jetzt nochmal alles systematisch abklappern hier. Hier kann ich auch nicht durch. Nee. Hier auch nicht. Das hier vielleicht? Ne, da ist verschlossen. Das war, glaube ich, kein Haus. Kann ich hier rein? Hier kann ich rein. Vielleicht kann ich ja hier durch. Nee. Ja, es wird eh zwar alles weg sein dann wieder. Aber ist eine alte Gewohnheit, immer alles einzusammeln. So, hier komme ich also auch nicht durch. Und hier ist ja schon wieder der. Da.
Da, ne, hier vorne ist ja. Und hier war ja das Haus. Ne, 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 ne. Alter, was. Der ist gerade automatisch da durchgegangen. Und hier waren ja nur die Scheißsoldaten. Ah ja, da war der Durchgang. Jetzt wird einer auch drauf hingewiesen. Könntet ihr uns nicht freilassen, Soldat? Halt's Maul! Ja, hier kann ich leider nichts machen. Der König bestimmt, was mit euch geschieht. So, und hier. Wie war das nochmal? Genau so. Ich glaube, hier kommen auch noch ein paar Soldaten. Genau. Ja. Wir werfen sie zurück. So. Ach, da ist noch einer. Wie er da mal gewartet hat, hätte er voll mir in den Rücken hauen können. Aber ich nehme das mal trotzdem einfach mit. Nur so. Hatte ich nicht drei erschlagen? Boah, den haben sie voll eine Axt in die Brust gehauen. Ah, hier waren nochmal Kräuter. Vielleicht bleiben sie mir erhalten. Aber man findet nachher sowieso noch einen Haufen. So, und jetzt muss ich das Schwert rein. Hier runter muss ich jetzt. So, hier ist ganz schön dunkel, muss ich sagen. Ich nehme aber schon mal mein Silberschwert, weil ich weiß, dass hier Viecher kommen. So. Hier ist nichts. Hier ist verschlossen. Hallo, ich muss doch hier irgendwo weiterkommen. Ach, hier geht's noch mal tiefer. Genau. Und da ist schon... Ertrunkener. Na, für mich sieht er ja aus... Nein! Zieh das Schwert! Du Lümmel! Ist noch einer? Aua! Nichts. Ich hoffe, ihr erkennt was, dass es nicht zu dunkel ist. Ich will jetzt aber auch keinen Trank anwenden. Hier Katze, weil der ist übertrieben hell. Hier ist auch nichts. Ah, Moment mal. Das hier kann ich doch bestimmt einstürzen lassen. Genau. Aber nichts weiter. Ich glaube, das Schwert war da nur. Was ja nachher wahrscheinlich sowieso wieder weg ist. Ich war mir erst nicht sicher bei dem Spiel, ob ich das Let's Playen sollte. Aber wo ich es dann durchgespielt habe und Sonnehammer, geile Story und ich weiß nicht, ich habe das in 3 Tagen durchgesuchtet gehabt und war so gefesselt davon, dass ich da echt sagen musste, das muss ich unbedingt Let's Playen. Und Witcher 3 kommt ja jetzt auch Ende Februar schon raus. Das werde ich mir natürlich auch gleich kaufen, weil ich unbedingt wissen will, wie es weitergeht. Werde ich halt mal ein bisschen Geld ausgeben müssen. Oh, ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Diese knackten Betrunkenen. Ertrunkene meine ich, nicht Betrunkene. Das sind ja Ertrunkene. Ich hoffe auch, dass der Ton jetzt so stimmt hier mit dem
Sprechen und mit der Musik. Und dass meine Stimme auch einigermaßen zu hören ist. Verschlossen? Ja, wo geht's denn jetzt weiter? Ich hab keinen Plan. Ja, das ist das immer, ne? Also. Und ich kann mich noch ganz genau an das ganze Ende und alles erinnern, aber an den Anfang jetzt wieder nicht so. Hier war ich gerade, ne? Ich muss auch in die Richtung, zeigt er mir an. Was war denn hier noch? Oh, Licht an hier. Muss ich vielleicht gar nicht hier rein? Ich bin doch von hier gekommen, ne? Oder? Als wir im Kreis gelaufen. Ist ja voll der Irrgarten hier. Oh, hier ist irgendwas. Ah, ich habe einen Buff gekriegt. Sehr schön. Der hat auch noch ein paar gehabt. Also ist schon mal gut, dass wir hier noch nicht gewesen sind. In der richtigen Richtung befinde ich mich, glaube ich, auch. Aber hier ist sonst nichts weiter. Oh, Skelett. Aber hat noch Geld bei sich gehabt. Ich glaube, hier durch. Aber jetzt bin ich doch wieder da, wo ich vorher war. Klar, hier habe ich doch die Fackel angemacht. Hier komme ich nicht durch. Ah, hier ist noch ein Gitter. Ach, das kann ich natürlich öffnen. Okay. Oh, hier ist eine Leiter. Stecken wir das Schwert mal weg. Na, geh rauf. Hallo? Hat da unten gerade einer die Tür geöffnet? Das hat sich so angehört, ne? Ach nee, das war das. Ja, man könnte das jetzt hier alles... Aber das ist alles weg nachher. Glaube ich. Das sind die Elfen, die den Königsmörder geholfen haben. Ich werde schon mal mein Schwert nehmen, weil ich weiß, dass hier oben welche kommen. Ich werde jetzt hier auch nicht eben auf Schleichen machen oder so. Da sind sie schon. So, lieben Freunde, so nicht. Haben die nichts gehabt? Doch. Die anderen sind schon weg. So, ich glaube, ich muss da lang. Ich gehe aber erstmal da lang. Ach, die ist verschlossen, dann kann ich gar nicht lang. Okay, dann gehe ich doch hier lang. So. Ne. Da war noch was. Wie gesagt, ist nur eine alte Gewohnheit, aber hier mitnehmen braucht er hier, glaube ich, nichts, weil das alles noch zum Prolog gehört. So, ich schätze mal, das Gitter wird zu sein. Genau. Also gehen wir hier rauf.
Schwert haben wir noch in der Hand. Und hier kommen jetzt auch ein paar. Für die Baronin! Ja, töten müssen. Ey, du Sau, der. Schlägt er mir doch glatt immer in den Rücken? Finde ich gar nicht lustig. Noch einer? Stand da vorne nicht immer noch einer? Nee. Nur einer was fallen lassen. Ah ja. Friedhof. Okay. Hier gibt's aber noch irgendwelche Kartoffeln. Und da noch eine. Vielleicht behält man ja die Kräuter. Ich weiß es nicht genau. Wir gucken dann mal. Hier war auch noch irgendwas. Wir gucken dann mal, wenn der Prolog vorbei ist. Das heißt ja, wenn wir aus dem Knast dann abhauen. Der Roche uns auch hilft dabei. Ja. So. Habt ihr irgendwas? So. Hier ist abgeschlossen. Da brauchen wir einen Schlüssel. Ach ja, jetzt erinnere ich mich. Den Schlüssel hat hier der Ene Ritter. Ja, der Ritter hier, der hier ist, hinter mir, den heben wir uns zum Schluss auf. Weil der ist etwas härter. Aber ich werde seine Rüstung auch knacken. So, der hat nämlich auch den Schlüssel bei sich. Zack, Schlüssel. Kräuter nehme ich auch gleich noch mit. So, werden wir mal Schwert wegstecken. Oh, da vorne liegt auch noch was. So, und ich glaube... Hier ist übrigens der König dahinter und die hacken immer noch mit der Äxte. Leider ist Triss nicht hier, sonst hätte sie die Wand einfach auch mit einem Zauber kaputt machen können. Aber wir gehen wieder hier zurück. Denn hier hat sich jetzt was geöffnet. Wir haben ja den Schlüssel jetzt gekriegt. Hier ist noch eine Truhe. Abgenutzte Lederdings. So, und jetzt öffnen wir das Tor. Und ich muss wieder Button drücken. So. Aber ich mache hier an der Stelle erstmal einen Schnitt und sage vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt The Witcher 2.